Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich betreibe die Seite Aktienfinder.net, den Aktienscreener für Wachstumswerte. Bei mir geht es ums langfristige Investieren in Aktien, um von steigenden Gewinnen und Dividenden zu profitieren. In diesem Video allerdings geht es um Aktienoptionen und konkret um die Frage, kann man mit Aktienoptionen seine Einnahmen aus dem Aktiendepot erhöhen? Also nicht nur über Dividenden laufende Erträge generieren, sondern auch über den Verkauf von Aktienoptionen. Theoretisch ist die Frage längst geklärt und die Antwort lautet ja. Praktisch ist es so, dass man relativ selten Einblick bekommt, wie sowas tatsächlich aussehen kann, vor allem nicht komplett. Und deshalb möchte ich das mal zeigen, weil ich bekomme relativ oft Fragen über diesen Bereich. Und dann zeige ich mal, ich habe vor 1,5 Jahren angefangen, die Aktienoptionen zu verkaufen und ich zeige jetzt einfach mal, wie das bei mir gelaufen ist. Jetzt gehen wir mal zu den konkreten Details. Ich gebe meine ganzen Optionstrades gebe ich in eine Datenbank ein und das sieht dann quasi so aus. Das sind so die Rohdaten und gebe da auch die Kommentare ein und was ich mir dabei gedacht habe und auch beim Schließen und so weiter. Und das kann man dann auswerten, unter anderem in Excel in der Pivot-Tabelle. Und hier ist schon die erste wichtige Erkenntnis. Und zwar in diesen 1,5 Jahren habe ich 203 Optionen verkauft. Also nicht Kontrakte, sondern ich habe 203 Trades gemacht und dabei ist hängen geblieben, sind hängen geblieben 13.000 Euro. Man erkennt da, dass die Zahl der Trades relativ niedrig ist. Das heißt, jemand, der das professionell machen würde, der hätte da bestimmt nochmal eine Null hinten dran hängen. Und man erkennt auch, dass zum anderen, was für mich ja wichtig ist, das, was bei rumkam. Und das ist eben dieser Betrag hier. Jetzt möchte ich mal darauf eingehen, wie sich das so bei mir entwickelt hat. Anfangs, und das habe ich vorhin schon kurz gesagt, war ich recht motiviert und der Gedanke, der ist ja schon irgendwie klasse, dass man quasi eine zweite Einnahmequelle hat über seine Aktien, über Aktienoptionen. Und habe ich am Anfang dann versucht, habe ich also sowohl Calls als auch Puts verkauft. Wem das jetzt nicht so viel sagt, also Puts, man verkauft immer ein Recht bei Aktienoptionen bzw. bei Optionen allgemein. Bei Puts ist es das Recht, dass man was kauft, also dass man meistens sind 100 Aktien dann bei so einem Kontrakt, dass man also 100 Aktien kauft zu einem gewissen Preis. Und beim Call ist es so, dass man das Recht verkauft, dass der andere Aktien erwerben darf, also ich muss sie dann verkaufen zu einem bestimmten Preis. Und ich habe hier die verschiedenen Strategien. Und am Anfang habe ich eine Strategie unter anderem gehabt, dass da wollte ich so ziemlich alles ausprobieren. Da habe ich also Calls verkauft. Und zwar Calls, wo ich mich nicht ausüben lassen wollte. Also ich zurückkaufen musste im Verlustfall, meistens weil ich die Aktie nicht hatte. Und das hat nicht funktioniert. Das heißt, ich habe damit Verlust gemacht. Hier 22 Trades hatte ich damit gemacht. Und im Prinzip ist damit das Verlustrisiko auch unbegrenzt. Das heißt, man muss ja Aktien, die man nicht besitzt, zu einem festen Preis verkaufen. Und wenn die Aktie sehr viel, viel höher, also durch die Decke ging und sehr viel mehr kostet, die kann ja theoretisch unendlich hoch durch die Decke gehen, dann ist der theoretische Verlust auch unendlich hoch. Und ich habe das dann quasi, ich hatte dann relativ schnell damit aufgehört nach ein paar Monaten. Eine andere Strategie ist ja der Covered Call auf Aktien, die man hat, und das ist eine relativ beliebte Strategie. Das ist im Prinzip eine, ja, kann man fast als zusätzliche Dividende definieren. Natürlich mit dem Risiko, dass einem die Aktie weggecallt wird. Aber das, was es sexy macht, das ist eben, dass man Prämien bekommt auf Aktien, die man eh schon im Depot hält, ist zum einen. Und zum anderen, man kann selbst den Preis bestimmen, zu dem man bereit ist, die Aktien abzugeben, und der liegt im Normalfall über dem aktuellen Marktkurs, so dass das einzige Risiko dabei ist, dass man seinen potenziellen Gewinn quasi deckelt, weil die Aktien natürlich dann noch höher steigen kann als der Kurs, zu dem man sie abgeben muss. Das habe ich gemacht und man sieht auch, das habe ich mit 36 Trades gemacht, das mache ich auch heute noch auf einige Aktien und ist ein bisschen was hängen geblieben. Das ist an sich eine gute Sache. Jetzt habe ich aber schon gesagt, dass man die Aktien dann natürlich abgeben muss, wenn man ausgeübt wird. Und zwar
wird man dann am Buchverlust erleiden, weil am Markt die Aktie schon mehr wert ist. Und das habe ich mir ja auch vermerkt. Und zwar ist es quasi der Buchverlust. Das heißt, zum Zeitpunkt der Ausübung war die Aktie mehr wert und hätte ich sie am Markt verkauft, hätte ich mehr bekommen. Das ist jetzt natürlich die Anzahl und wir brauchen die Summe. Ja, haben wir da so was Großes dabei? Ich weiß es nicht. So. Oh, das hat er schon wieder hier. So, nochmal. So, man sieht, dass der Buchverlust relativ hoch ausgefallen ist. Und das ist natürlich ein Thema. Und ich möchte mal zeigen, wie das in der Praxis aussehen kann. Ich habe hier übrigens auch noch die Aktien, zu denen, also die quasi der Basiswert, zu dem das passiert ist. Und wir sehen hier, dass die Aktien, also Apple wurde mir weggecallt und die ging echt durch die Decke. Und die sind ja bis 100, $230 dann hochgestiegen. Und dann sind sie aber wieder gefallen bis auf 200 ungefähr vor kurzem. Und ich habe die verkauft für 150. Gekauft habe, 190, für 150 ungefähr Dollar habe ich die gekauft. Ich habe also Gewinn gemacht, aber ich hatte meinen Gewinn gedeckelt gehabt. Habe nicht so viel quasi, am Markt hätte ich mehr Geld gekriegt zu dem Zeitpunkt. Und mit anderen Aktien ist mir das auch passiert. Das Interessante ist aber natürlich dann, das ist ein theoretischer Verlust, aber in der Wirklichkeit ist es oft so, dass wenn die Aktien durch die Decke gehen, dann kommen die auch wieder ein Stückchen weit zurück. Das war bei L-Brand zum Beispiel, das war ein Extremfall. Die sind auf über $60 gestiegen und heute sind sie wieder $30 wert. CVS, die sind auch für 75 habe ich die dann verkaufen müssen, dann sind sie auf 80 gestiegen und auf 72 gefallen. Also bei Emerson Electric war das im Prinzip genauso. Also bei allen Aktien ist es so gewesen, dass ich sie quasi theoretisch wieder hätte zurückkaufen können, wenn ich lange genug gewartet hätte, zu dem Preis oder zu noch günstiger, als ich sie verkauft habe. Nur bei Apple ist es bisher noch nicht so gewesen. Ich möchte auch mal ganz konkret zeigen, wie sowas aussehen kann. Und zwar, Moment, hier habe ich schon vorgearbeitet. Hier ist CVS. Und auf CVS hatte ich immer mal wieder Puts geschrieben, in der Absicht, die Aktie irgendwann zu kriegen. Hier sind die Dollarpreise und für $75 ist mir dann die Aktie angedient worden. Am Markt hat sie aber eben nur $70,68 gekostet. Ich hätte also theoretisch so einen Buchverlust gehabt, weil ich sie zu teuer gekauft habe, die Aktie. Dann ist was passiert. Ich habe noch ein paar weitere Puts geschrieben und da habe ich Prämie kassiert. Die Aktie sind mir nicht mehr Aktien angedient worden und dann habe ich irgendwann Call geschrieben. Und wie kam es? Also, beziehungsweise, wie es kommen musste, ist die Aktie CVS durch die Decke geschossen und ich musste für 75 abgeben. Schon wieder ein Buchverlust. Aber in der Realität, dann hatte ich also einen Buchverlust von 1600 Euro. Aber in der Realität habe ich sie für 75 Euro gekauft und für 75 gekauft und für 75 Euro wieder verkauft. Ich habe also überhaupt keinen Verlust gemacht. Null. Und nachdem sie mir quasi weggecallt worden ist, habe ich einfach eine neue Option verkauft, um mir die Aktie wieder zurückzuholen für 75 US-Dollar. Hab dann wieder die Prämie kassiert. Und so kann das halt in der Realität aussehen. Das heißt, das ist der Buchverlust, das ist schon eine wichtige Zahl, weil sie zeigt halt das, was oft vergessen wird, dass man sich die Aktien einfach zu einem ungünstigeren Preis, entweder dass man die Aktien zu einem ungünstigeren Preis kauft oder verkauft, als gerade am Markt ist. Aber da ist natürlich immer die Frage, was man draus macht. Und wichtig ist jetzt auch noch, das ist eine ganz zentrale Geschichte, dass man sich eben nur Aktien, insbesondere über Short Puts, ins Depot holt, die man auch längerfristig halten möchte. Und das sehe ich dann auch immer den Aktienfinder zu Rate. Ansonsten müllt man sich das Depot mit irgendeinem Schrott zu und die Aktien fallen im schlechtesten Fall immer weiter und man kriegt sie nicht mehr los, auch nicht über Covered Calls, zum Einstandspreis. Gehen wir mal wieder zurück auf in Excel. Dann gibt es eben noch die anderen Strategien. Das mache ich mal wieder weg hier. Dann gibt es noch die Puts natürlich. Also, wo man quasi der Versicherungsgedanke sagt, ich kaufe eine Aktie zu einem festen Preis.
Das ist also die Mehrzahl der Trades, das waren Puts und damit habe ich auch den Großteil des Geldes gemacht und auch etwas Buchverlust. Der Buchverlust natürlich immer dann, wenn ich sage, ich lasse mich ausüben. Jetzt machen wir erstmal den Klassiker, das ist der Short Put als Versicherung in dem Sinne, dass man sich auch nicht ausüben lassen möchte. Man möchte die Aktien also nicht bekommen, muss sie dann mit Verlust zurückkaufen, entsprechend kein Buchverlust. Und das hier ist der Gewinn und Verlust. Und dann gibt es auch was Interessantes. Wenn ich die Aktien wieder einblende, hier, quasi den Basiswert, dann sieht man, dass ich bei einigen Trades ziemlich große Verluste hatte. Und vor allem bei Equifax hatte ich einen sehr hohen Verlust. Und hätte ich einfach nur die Nerven behalten, wäre ich damit Gewinn rausgekommen. Ich habe aber die Nerven nicht behalten. Das ist auch eine große Geschichte, die man nicht unterschätzen sollte. Da, es kann einen gewissen psychologischen Druck kommen. Und wenn man das nicht gewohnt ist, dann kann man Fehler machen. Das heißt, die Wertänderung bei Optionen, die vollzieht sich sehr viel schneller als bei Aktien. Und insbesondere, und man sieht es auch tatsächlich, weil man handelt dann auf professionellen Plattformen, also nicht bei Consors oder Comdirect, weil die Gebühren, das sind viel zu teuer, was es überhaupt geht. Man handelt auf professionellen Plattformen bei anderen Depotbanken und da sieht man das alles in Realtime. Man sieht also, wenn es gegen einen läuft, wie man quasi ja sekündlich immer weiter in den Miesen rutscht. Und wenn man das nicht gewohnt ist, ich war es nicht gewohnt, dann kann man Fehler machen und es ist mir hier passiert. Es war letztes Jahr und ich glaube, mittlerweile habe ich ein dickeres Fell bekommen da, aber nichtsdestotrotz. Es ist eine Geschichte, die man nicht ignorieren sollte. Was gut läuft, das sind die Verkäufe auf Indizes. Wenn die Kurse einbrechen und die Prämien hoch sind, dann verkaufe ich irgendwann Indizes, Short Puts auf ETFs, die Indizes abbilden. Das ist ziemlich gut gelaufen. So, und dann haben wir noch die andere Geschichte hier. Das wären eben die Short Puts, wo ich mich ausüben lassen möchte. Und da habe ich halt relativ hohe Buchverluste hier mit Facebook und Alibaba gemacht. CVS haben wir gerade gesehen. Und auch mit L-Brands, die ich dann auch tatsächlich dann mit Verlust verkaufen musste. Von denen habe ich mich getrennt und in den Genico getauscht hier. Ja, und hier über Equifax habe ich ja schon erzählt, das ist schief gelaufen. Und jetzt noch, man sieht also, dass es insgesamt geklappt hat, dass positiv was bei rumgekommen ist. Und jetzt nochmal, um Eindruck zu geben, wie viel kommt denn dabei rum? Da ist hier mein Blog ganz gut, der hier nochmal. Und zwar habe ich hier diese Finanzhelden. Und da habe ich hier die Einnahmen von den Finanzbloggern, also von 32 Bloggern. Und da habe ich hier die monatliche Rendite auf den Marktwert, sofern er existiert. Es gibt da auch mich und dann sieht man, dass von 32, das jetzt sind jetzt die Septemberzahlen noch, dass von 32 Blockern ich da relativ weit oben liege auf Platz 2. Also wie viel gibt es denn eigentlich? 21, 22, hier teilen sich einige die Plätze. Ich glaube 22 sind es. Also mit konnte ich dann 0,7% Rendite erwirtschaften. Und sowas geht nur mit eurer Option. Und man sieht es dann auch hier im September, August. Ich dann auch auf dem zweiten Platz. Und im Juli bin ich sogar auf dem ersten Platz und so weiter. Und im Juni bin ich ziemlich weit hinten. Auf 22, ganz hinten, ja, bin ich im Juni. Warum? Was mal weg hier, weil ich im Juni mit keine Aktienoptionen, also keine oder kaum Optionen bekommen habe, Prämien, überhaupt keine. Und hier sieht man dann meine kompletten Optionseinnahmen. Man sieht also, dass ich große Verluste hatte im September, das war diese Equifax-Geschichte vor allem. Und man sieht aber auch, dass es dann im 2018, also in diesem Jahr, bisher sehr gut gelaufen ist, also immer deutlich mit Plus abgeschlossen.
Und man sieht jetzt auch, wenn man die Dividenden dazu nimmt, das Verhältnis zwischen Optionseinnahmen und Dividendeneinkünften. Und man sieht auch, dass die Optionseinnahmen wenigstens bei mir deutlich über den Einnahmen der Dividenden liegen. Ausnahme ist der starke Dividendenmonat Mai. Ich habe ja deutsche Aktien, die dann halt einfach nur alles vom Jahr quasi im Mai ausschütten. Und ich habe jetzt keine, oder ja, ich bin jetzt also kein Anleger, der sehr auf Aktien setzt mit hoher Dividendenrendite sofort, sondern eher auf Wachstum setzt, auch Dividendenwachstum. Von da auch diese Verteilung. Man sieht aber jedenfalls, dass man hier über Optionseinnahmen eben entsprechend seine laufenden Einkünfte stark erhöhen kann. Für 2017 dann entsprechend sieht es nicht ganz so gut aus, weil ich ja auch Verluste gemacht habe. Und dann kämen wir jetzt schon, würde ich sagen, zum Fazit. Also man sieht, dass die Erhöhung der laufenden Einnahmen durchaus machbar ist. Zum einen. Zum anderen aber auch, dass nicht alles klappt und dass die Anforderungen, Stichworte Equifax, schon deutlich höher sind. Also die psychologischen Anforderungen, es sind die Anforderungen höher fachlicher Art, dass man sich, da muss man sich wirklich einarbeiten. Ich habe da auch ein Buch zugelesen für den Optionshandel. Und das Risiko ist etwas höher, also beziehungsweise man braucht, was auch das Fachliche angeht, ein Risikomanagement bei dem Ganzen und ein sogenanntes Money Management. Und ich würde empfehlen, dass man sich erst dann mit Aktienoptionen beschäftigt, wenn man bereits mit Aktien so relativ standfest geworden ist. Also nicht gleich hier voll in total in die Vollen gehen, weil das wird dann wahrscheinlich eher nichts. Wer sich interessiert für das Thema, dem kann ich Jens Rabe empfehlen, einen Basiskurs für lächerliche 5 Euro. Das ist ziemlich gut, habe ich mir auch gegönnt. Zum Buch zusätzlich. Und wer ein Depot braucht für das Ganze, der geht entweder zu Interactive Brokers, das ist eine reine englische Geschichte meines Wissens. Da ist es am günstigsten. Oder wenn er ein bisschen Service haben möchte und es auch auf Deutsch haben möchte, dann würde ich, also deutschen Support haben möchte, eine deutsche Webseite, dann würde ich Deluxe Broker empfehlen und da habe ich auch eine Aktion gemeinsam gestartet. Kriegt man ein halbes Jahr kostenlose Vollmitgliedschaft im Aktienfinder plus 100 Euro Gutschrift auf Gebühren, wenn man da ein Depot abschließt. Das verlinke ich dann noch unten. So, meine Stimme ist ein bisschen kaputt. Ich habe aber durchgehalten mit Ach und Krach. Dann danke fürs Zuschauen, in diesem Fall auch fürs Zuhören. Und dann weiterhin alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss.